Moin Leute und willkommen zurück bei den PS-Tipps. Heute einmal, wie ihr schon sehen könnt, Thema Kraftstofftanks und Füllstandgeber. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, der erste Tank, den wir hier haben, klassische Stahlbauweise für ältere Fahrzeuge. Die bekommt ihr natürlich alle noch bei uns. Meistens haben wir heute Aluminiumtanks verbaut. Die sind natürlich wesentlich leichter und nicht so korrosionsanfällig wie Stahltanks. Ein paar Details will ich euch dazu auch noch zeigen. Neben dem Aufkleber für die Montagehinweise und unserer DT-Markierung mit entsprechender Chargenverfolgung haben wir auch eine Angabe zum Fassungsvermögen des Tanks und den entsprechenden Markierungen für die E-Freigaben. Weiter aus unserem Zubehör habe ich hier schon mal eingebaut. Tankdeckel mit einer Kette, damit er uns nicht verloren geht. Bajonettverschluss in diesem Fall, aber die weiteren Anbaukomponenten schauen wir uns jetzt mal an. Falls so ein Tank mal ausgetauscht werden muss, sind oftmals weitere Komponenten wie dieser Halter hier betroffen. Außerdem haben wir hier Spannbänder mit den entsprechenden Gummiunterlagen, damit der Tank nicht durchgescheuert wird, sowie Schraubenbolzen mit Querbolzen zur Montage der Tanks und den entsprechenden Schutzkappen. Weitere wichtige Komponenten sind natürlich auch die Füllstandgeber. Ich habe hier einmal drei unterschiedliche Versionen. Die ersten beiden sind für Kraftstoff, der dritte hier für Harnstoff gedacht. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Bei den Füllstandgeber für den Kraftstofftank sehen wir bei der ersten Version ein Schwimmerelement, das an einem Schwenkarm befestigt ist. Dieser Schwenkarm bewegt sich entsprechend mit dem Füllstand im Tank und gibt ein Signal über den Stecker raus. Bei der zweiten Version ist das Prinzip genau dasselbe. Wir haben ein Schwimmerelement, das wird vom Kraftstoff getragen. Entsprechend mit dem Füllstand bewegt sich der Schwimmer auf und ab und schaltet im Inneren eine Reihe von Widerständen, die wir hier auch mit dem Multimeter auslesen können. Über den Widerstandswert, den wir hier ausgelesen haben, errechnet sich das Fahrzeugsteuergerät den Füllstand im Tank. Deshalb achtet bitte immer darauf, den korrekten Füllstandgeber mit der korrekten Länge zu verwenden, damit es hier nicht zur Abweichung in den Anzeigen kommt. Was den Füllstandgeber der Harnstoffanlage angeht, haben wir dasselbe Prinzip mit dem Schwimmer plus einer Besonderheit, und das ist die Heizspule. Das Problem mit den Harnstoffflüssigkeiten ist, dass sie schon bei relativ geringen Minusgraden, etwa minus 10 Grad Celsius, anfangen zu gefrieren. Damit die Anlage einwandfrei funktioniert, heizen wir die Flüssigkeit ein bisschen an. Das sehen wir auch an dem dreipoligen Stecker, den wir hier haben. Da geht einmal eine Spannungsversorgung rein und dann bekommen wir zwei Signale, einmal für den Füllstand und einmal für den Temperatursensor. Nochmal kleiner Tipp nebenbei. Jeder Kraftstofftank hat natürlich eine Ablassschraube, falls wir den Kraftstoff mal komplett wechseln müssen, zum Reinigen zum Beispiel. Hier können wir aber auch diese Ventileinsätze verwenden. Die sind eigentlich dazu gedacht, Tanks untereinander zu verbinden. Falls wir aber mal kontrolliert den Kraftstoff ablassen müssen, können wir diese auch verwenden, ohne den unnötig lösen zu müssen. Falls ihr zu diesen oder anderen Themen noch Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an unseren Helpdesk wenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.